Hallo bei Padauz in Kapitel 5.3 von Resident Evil 5, die Oboos, Forschungseinrichtung mit Anja. Hallo! Ich bin der Nico. Schauen wir, ob hier noch irgendwas rumfliegt. Doesn't matter what she says. She's just a terrorist. End of story. We can't risk Ouroboros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. Alles klar. Na, sah nicht so aus. Ach, können wir Flammenwerfer mitnehmen? Nee, leider nicht. Der ist auf einmal auch einfach weg. Ne, das ist. Ach Mann. Der war schon ein bisschen geil, fand ich. Ja. Aber der Boss hat mich abgefuckt. Der hat einfach nicht so funktioniert. Also ja. Der Bug beim ersten Mal, das war halt. Ach, was ist das? Da? Oh, ja. Mach kaputt. Schaffst du es? Hallo. Das war ja richtig gut, hast du das gemacht. Ich weiß. So. Ja, ich glaube geradeaus erstmal, da ist noch ein Dokument zum Lesen. Laut Karte. Dokumentus. Was ist ja sonst noch? Guck mal, hier ist ein Safe. Hallo. Ein fetter Saphir. Mhm. Mäuschen. Deine Flasche im Po? Rotgewehr nehme ich. Hier ist nochmal ein Maschinengewehr für dich. Danke. Gott, ja. Gebrauchsanweisung für den Umgang mit dem Ouroboros-Virus. Achtung! Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise für den korrekten Umgang mit dem Ouroboros-Virus. Der Gebrauch des Virus zu Zwecken, die nicht in dieser Anweisung aufgelistet sind, kann zum Tod führen. Die Verabreichung des Virus an eine Versuchsperson führt in der Regel zum Tod derselben. Die Versuchspersonen sind also mit Bedacht auszuwählen. Beim Gebrauch des Virus sind die hierin enthaltenen Anweisungen genauestens einzuhalten. Die Dosierung ist abhängig vom Körpergewicht der Versuchsperson. Siehe folgende Tabelle. 60 Kilogramm oder mehr, eine Flasche. Macht man da keinen Unterschied mehr? So ab 120 Kilo, ab 530 Kilo? Dann ist es einfach egal. Nach der Injektion des Virus können bei der Versuchsperson folgende Symptome auftreten. Schwitzen, schwerfälliges Atmen, Delirium und oder Verwirrung. Im Körper der Versuchsperson erkennt das Virus dessen DNA und passt sich ihr an. In dieser Phase geht das Virus in einen Ruhezustand über. Nach der erfolgreichen Anpassung an die DNA beginnt das Virus mit der Assimilierung organischer Materie aus seiner unmittelbaren Umgebung, die dem Wachstum dient. Die unmittelbare Umgebung einer fehlgeschlagenen Verabreichung ist extrem instabil. Forscher sollten die Gegend in der Nähe der Leiche der Versuchsperson ejakulieren und den Leichnam verbrennen. Das Virus verwandelt die inneren Körperzellen der Versuchsperson in igelartige Pusteln, die durch die Haut ausgestoßen werden und dabei das Testobjekt komplett verzehren. Dieses Wesen weist nur primitive Intelligenz auf und ernährt sich ausschließlich von organischer Materie. Einzeln stellen die Pusteln keine Bedrohung dar, aber in größeren Mengen werden sie für andere Lebewesen zur Gefahr, indem sie versuchen, sich von diesen zu ernähren. Das Virus ist mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Wenn sich das Virus nicht an die DNA der Versuchsperson anpasst, ist dies umgehend der zuständigen Abteilung zu melden. Wenn das Virus von der DNA der Versuchsperson abgestoßen wird oder Komplikationen bei der Entsorgung der Leiche auftreten, wenden Sie sich bitte an die im Anhang aufgeführte Abteilung. Sie werden dann Anweisungen zur Bewältigung der Situation erhalten. Das hätten wir uns mal vorher geben sollen, vor dem Boss. Oh Mann. Und das war, da hast du auch diese ganzen Versuchsobjekte gesehen, die alle da in diesem Verbrennungsofen landen. Ja. Ist halt voll nicht nett. Voll nicht nett. Ih, guck mal, das Matschepampe auf dem Boden, siehst du das? Schimmel. Das ist schon fortgeschrittene Matschepampe. Da wachsen schon hier die Champions aus der Wand. Ja, voll ekelig. Ist ja ekelhaft. Ekelhaft. So. Da ist Muni für dich, glaube ich. Genau. Mhm. Ihr könntet da so ein Licker rauspupsen, so. Ja, warte ab. Schubber. Wie er sich da anlehnt, also sitzt da wie so ein Lappen. Ja, das sieht man. Ja, jetzt sieht man's. Richtig traurig sieht er da aus. Mimimi, ich will Jill zurück. Mimimi. Ist so eine Memme, oder? Soll ich mal ein bisschen zusammenreißen? Oh, Kisties. Oh yeah. Pistolen, Muni. Brauchst du, glaube ich, eher. Gewehrmuni ist für mich. Hast du wirklich keine Pistolen? Nö, nimm du die. Ich habe 60 okay. Schuss und wenn du die nimmst, dann ist es relativ ausgeglichen. Ich habe nämlich meine Kapazität ja ein Müh nochmal erhöht. Aber welchen Gegner würde ich ja jetzt hier irgendwo sein?
Nö. Aber sieht sehr gegnerfrei aus, ja. Bam! Ist auch keine dramatische Musik oder so. Alles. Oh, guck mal, hier sind aber nochmal Kistis. Oh, da sind welche. Okay. Ich mach trotzdem erst die Kisten. Nochmal einen grünen Crowd. Also du stehst da halt echt ungünstig. Du kannst dich hier auch ranlegen, glaube ich, oder? Ja, guck mal, kannst du so machen und dann... Du bist schon tot. Und ich auch. Ja, du hast dich halt ziemlich anbumsen lassen, glaube ich. Ich hätte Angst, dass hier... Oh, es ist ganz schön dunkel, ich sehe hier nichts. Was hast du das auch so dunkel gestellt? Warte, da hinten... Nee, es ist ein fucking Horrorspiel, das muss dunkel sein. Fuck. Oh Mann, ey! Dann lehn dich doch gegen die Wand. Ja, mach du doch den im Gang, bitte! Da! Ah, da hat er gerade noch geschossen. Wo warst du denn gerade? So, Anja. Ich verpasse uns eine Pussyheilung. Bam. Ja, ja, guck mal, Schleimbeutel. Hier können wir aber ins Türchen nochmal reingehen. Okay. Maschinengewehr? Pistolenmuni? Elektrogranaten. Die sind bestimmt bei den Reapern gut oder so. Also für dich. Ja, Maschinengewehr kann ich jetzt nicht aufwählen. Das ist die Frage, wovon du zu viel hast. Ich habe halt noch Heilung mit. Ich habe jetzt Pistolenmuni, Maschinengewehr und Schrot. Ich kann dir sonst eine Heilung abnehmen, wenn du willst. Okay. Ja. Mimsi! Hä? Ist es weg? Okay, aber das noch. Genau, also die Elektrogranaten willst du nicht, ne? Nicht, wenn ich muss. Okay. Bin ich der große Granatenwerfer? Aber du hast einen. Willst du den nicht mehr haben? Magst du den gar nicht? Na, ich hab da halt Explosionen drin. Okay. Kommst du trotzdem mit? Weil ich habe jetzt ein bisschen Angst. Hier. Solltest du auch? Das ist ein bisschen pupsig. Oh ja. Ah, ja, 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 ja. Geh nochmal aus dem Weg, Nico. Der ist tot, oder? Ja, ja. Der ist tot. Ah, da hinten kommen welche. Was für welche? Ja, Dudes. Normalis? Nico, bist du blind? Moin, es ist echt dunkel. Ah, du Sack. Oh, da steht ja einer direkt vor mir. Oh Gott. So. Ja. Okay, da kommen noch ein paar mehr. Oh Gott, scheiße. Ja. Nico. Ja, ich wollte ja und dann war da ein vergammeltes Ei, was er lieber aufgesammelt hat. Warum bist du denn vorgegangen? Ich dachte, wir machen das jetzt hier clever. Clever! Kenn ich nicht, mach ich auch nicht. Na, oh, Schiss. Oh Gott. Oh Gott. Nicht. Oh Gott. Fucking. So, in der Regel. Okay, ich tue es. Ich esse das vergammelte Ei. Okay, oh. es war keine gute Idee. Warum isst du denn das? Das war doch klar, dass... Oh, Stein der Macht. Das war doch klar, dass das passiert. Ich weiß nicht. Das ist gammelig, Digga. Ist doch kein gammeliges Ei. Machst du ja, aber das ist fucking nicht. Chris Redfield. Der kann das ab, dachte ich. Ein Scheißgeil. Oh, kann der. Das ist ein Dude. Geht schnell. Alter. Ich hab ja legit jeden Schuss gerade verdaddelt. Oh, das ist ein Ekelkopf. Ach, komm. So. So. Okay, lass uns das noch nicht bedienen. Was denn? Kann naja, das was. Ja, also. Wenn du R1 drückst, dann hast du eine Karte und dann siehst du auch, was lang geht. Weiß nicht, ob du das wusstest. So, hier geht's rein.
Aha. Ich habe natürlich vorhin das eine Ding verballert. Das nehme ich doch mal. Geht. Eine Handgranate. Pistolenmuni solltest du nehmen. Habe ich gerade schon. Ja, aber ich habe 70 Schuss. Du hast 54. Ich habe sie doch schon genommen, die da lag. Ach so, meinst du das? Hast du die einfach ohne meine Erlaubnis genommen? Ich brauchte das. So, ich glaube, ich nehme erstmal die Magnum da raus. Ich weiß halt nicht, wie gut die ist, ne? Das müsste man nochmal testen, aber. Jetzt habe ich zwei Snipers. Sniper Eclipse. Ding ist, die sind ja auch immer. Man kriegt die auch immer alle umgepimpt. Das Kräutchen mitgenommen? Ja. Willst du? Nichts. Bin immer lose. Okay. Ah ja, genau. Da werden wir jetzt gleich Spaß haben. Saft drauf kriegen müssen. Hab ich hier was übersehen, Sommer? Ja, ja, guck mal hier. Ja, hättest du ja mal drücken können. Bin dir gefolgt, ich dachte, du wärst so voll klug und so. Hallo. Du wusstest das alles. Oh Gott, wie diese Eierbeutel laufen. Wie sieht denn der Zoom aus mit dem Ding? Oh, so, Zoom mich halt. Ist das unsere Seite oder die andere Seite? Ach, Scheiße. Oh, ne. Ach, die kommen jetzt hier herangeschissen. Oh, pass auf. Kamerate. Okay, heilst du mich? Vorsicht! Ja. Ach, fuck. Mein Gott, wie diffus läuft er denn hier rum? Ich was weiß ist da? Nicht. Schieß mal auf den anderen. Ja, der ist hinter dem Pfeiler gewesen. Okay. Aber auf den hatte ich schon geschossen, deswegen war der jetzt schon angebumst. Juwelendings. Hat er ein Krönchen aufgehabt? So einer. So. Oder ist einer? Okay. Da war einer. Nicht gesehen. Der war in diesem Schalter drin. Sollen wir das Ding jetzt wieder drücken oder was? Ich denke. Oh Gott. Ah, ne, dann muss ich dich rüberholen, ne? Ja, ist die Frage, wer jetzt wen retten muss, vor irgendwelchen Feinden. Okay, ich muss dich retten wohl. Bei dir kommen Gegner. Ja. Oh shit. Vorsicht! Oh Gott. Oh. Ich betätige das Ding schon mal wieder, ne? Ich bin gerade voll keine Hilfe irgendwie. Nicht wirklich. Ich bin fast tot. Warum? Soll ich es nochmal betätigen oder wie ist das? Ich hab's jetzt zu dir rüber geschickt. Ja, aber. Muss es dann nochmal betätigen, dass das wieder zu mir zurückkommt. Oh fuck. Ja, aber drück doch mal. Das ist doch Schwachsinn. Du musst das machen. Ja, ich war hier. Ich habe doch darauf gewartet, nein, dass aber, es bei dir ankommt. Nein, aber du sagtest doch gerade, dass... Ich muss es betätigen, dass es zu dir rüberfährt und betätigen, dass es wieder zu mir zurückkommt. So, ich dachte, du sagtest, ich sollte es betätigen. Nein, das wäre blöd. Ich... Jetzt schrei mich doch nicht so an. Was ist denn, du Kacknudel? Alter, ich bin ganz normal mit dir. Oh, da ist einer mit dem Raketenwerfer. Fuck. Ist, oh, er hat so einen Helm auf. Ist er tot? Ne, ist er nicht tot. Okay. Hier bin ich am Mittelteil. Wo war denn? Da muss aber noch einer mit einem Raketenwerfer gewesen sein. Anstatt den da. Sag mal. Hilfe. Was? So, ich glaube, ich habe jetzt aber auch keine Heilung mehr. Ja, ich hab aber eine. Komm mal her, schneller! Links ist ein Typ.
Oh, ich hab den mit Launcher getötet. Ah, hier ist wirklich noch einer. Da, der war das Problem. Jetzt geht er spazieren. Und noch mehr. Mein Gott, was sollen wir mit Geld? Die bewerfen oder was? Also hier ist Pistolenmuni für dich. Wie bist du schrotmäßig ausgestattet? Naja, 9 Schuss. Dann nimm die. Also irgendwas hat uns jetzt hier nochmal angehauen. Der war es eigentlich nicht. Der kann ja nichts mehr machen. Oh, kümmerst du dich um den? Hier war irgendwie ein anderer noch. Da, um den. Kümmere ich mich da. Ah, shit. Nicht geschafft. Leute. Oh, Vorsicht. Irgendwas macht der. Explodieren, vorzugsweise. Das? Mein Gott, so tief. Hattest du nicht vorhin ein rotes Kraut oder so aufgesammelt? Ja. Gib mir das rote mal rüber. Ich hab noch genug Platz dafür. Ich das einmal kombinieren hier. Ganzen Schmutz. Brandgranate nehme ich auch. Willst du die Heilung dann haben? Ja. Ist auch die letzte, die wir haben, ne? Ja. Oh, da ist wieder ein Dude. Oh Gott. Bisschen verrückter. Wo ist denn der? Nee, da geradeaus. In diesem Glaskasten-Dingsi, glaube ich. Hier irgendwo? Ach da. Ja, scheiße, er hat einen fucking Helm. Oh Gott. Oh. Da, das, da hinten, er sieht halt aus wie der scheiß Hintergrund. Oh. Jetzt gehen wir nicht spazieren. Das ist halt wirklich voll matschig, die Optik gerade bei mir. Okay. Nice. Pistolen Money? Ich hab mehr als du. So, mit der Tür müssen wir aufpassen, da drin sind ein paar. Mhm. Können die Türen öffnen? Ja, ne? Bis jetzt haben sie es noch nicht getan. Okay. Wir gucken mal, wenn wir von beiden Seiten reingehen. Da stehen die Assis, ey. Warte mal. Da kann ich doch reinschießen, oder? Ja. Uiuiui. Ui. Ah, scheiße. So, Bastard. Oh Gott. In die Nüsse habe ich ihn geschossen. Oh! Oh Gott, wo bist du? Komm mal rüber. 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 Beweg dich. Das war, was, ja, konnte ich nicht, weil ich nachgeladen habe. Was wolltest du denn? Mann, halt die Backen. Alter. So. Hallo, königliches Heizdingsbums. Grün, ich glaube, wir haben keinen. Nichts zu kombinieren, aber ich behalte das mal. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Was ist rot? Ich glaube, ich habe 14, du hast auch 14, dann nehme ich die. So. Jo. Könntet ihr auch 7 rübergeben? Muss nicht. Okay. Also hier war irgendwo ein Dokument. Hier. Bericht zur Durchführung der Anweisung zur Verhinderung von Informationslecks. Im folgenden Bericht ist die Ausführung ihrer Anweisungen beschrieben. 8.53 Uhr. Das Forschungspersonal besteigt einen Bus. 8.57 Uhr. Abfahrt von der Forschungseinrichtung in Richtung Flughafen. 9.22 Uhr. Schlafgas freigesetzt. Zielperson ins Koma gefallen.
925, Bus angehalten, Zielperson zur Eliminierung nach draußen geschafft. 944, Eliminierung der Zielperson abgeschlossen. 11:03, Leichen der Zielperson eingeladen und zurück zur Forschungseinrichtung gebracht. 11:35, Leichen samt persönlicher Gegenstände im unterirdischen Ofen entsorgt. 13:10, Entsorgung der Leichen und persönlichen Gegenstände abgeschlossen. Alle Anweisungen erfolgreich ausgeführt. Ende des Berichts. Okay. Mach mal keinen Druck hier. Sag ich das nächste Mal auch. Ja, mach mal keinen Druck hier. Digi, ich war kurz vorm Tod und du hockst da. Sahst aus, als würdest du irgendwie was abseilen wollen. Ja. Ich kenn's aus dem Rücken. Hier ist ein grünes. Okay. Mach dir mal kurz auf, guck, ob da ein rotes landet. Ja, ich krieg hier. Ach, weißt du was? Oh. Machst du das dann? Na, ich hab die jetzt so kombiniert, fuck it. So, Pistolenmuni wäre für dich. Können wir nicht durch. Kein Durchkommen. Willst du auch noch mal Pistole, oder? Nö, ich geb dir sogar meine. Komm mal ran. Ja, hier ist, liegt noch welche. Ich will die nicht. Brauch die nicht. Ich will die nicht, komm mal ran. So. Okay, danke. Und die Blendgranate. Eine Blendgranate weggeschmissen, um jetzt wieder lass eine mich aufzuheben. In Ruhe. Das ist Logik. Ja, ich wusste ja nicht, dass dann da eine liegen wird. Blendgranate ist auch das erste, was ich wieder wegschmeiße. Guck. Tschüss. So. Puff. Nee, so rum. Sind wir nicht wieder auf dieser Plattform? Ja. War alles bekannt. Aber es kommt keine Riesenspinne mehr, das kann ich dir schon sagen. Okay. Das Thema ist dann durch. Oh, oh! Sehe ich dann Emblem? Warte, ich will es auch sehen. Soll ich das abschießen? Ja, du hast die Sniper, also. Yes! Oh. Nice, Stein. Ich hab bloß gerade so gedacht, so, oh, hier könnte man eigentlich voll gut ein Emblem verstecken. Ach. Da gehst du, hä, was ist denn das? Schau mal hier an. Mach mal keinen Druck hier. Das bin ich nicht, das Chris. Das heilt richtig wieder da. Ich hab viel zu wenig Sniper-Schuss jetzt eigentlich. Warum muss sich das eigentlich drehen? Wir hatten das erfunden. Na, achte auf die Umgebung, da werden jetzt Feinde sein. Auch außen. Oh, tut in Not. Da, ja. Oh, ist das nervig. Das ist halt auch voll ekelhaft. Völlig unnötig. Den Fahrstuhl hätten wir auch bauen können, dass er sich nicht die ganze Zeit drehen muss. Ja, ich bin schon ganz kotzig. Vor allem, weil die ja auch sonst hier so voll auf technischer Fortschritt sind. Da! Der muss sterben. It's stuck! Wo ist der denn? Der Scheiß hat gestoppt. Oh. Oh Gott. Ich krieg einen Anfall. Na, es ist schrecklich. Vor allem, wenn du irgendwie im x-ten fucking Zoom bist mit der Sniper und dann dreht sich da alles, dann wird einem richtig schlecht. Oh, shit. Ja, natürlich hat mich das getroffen, ey. Zack. Das hat richtig gegenlenken, ey. Ja. Geschafft ein bisschen anzuholen. Oh, jetzt der nächste am Heben. Mann! Wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, deswegen jetzt. Ah, nee, ey, nervt mich das. Von da unten. Wie soll ich den denn jetzt hier noch kriegen? So. Ja, perfekt. Puh.
vor allem, wer baut das? Wie dumm ist das denn, dass da überall irgendwelche Plattformen sind mit einem Hebel, der diesen Fahrstuhl hier verlangsamt? Ja. Das ist doch überhaupt nicht... Das ist dumm. Wo denn? Ja, ich glaube, jetzt kommen die auch gleich von oben da, von dieser Plattformikus, oder? Da sind sie ja nicht da. Boah, mir wird schlecht. Oh, da sind sie. Da ist die Kolonne. Oh, jetzt ist, hat sich das gerade anders verhalten. Jetzt sind's. Oh, fuck ich. Geh erstmal in sichere Position. Hier kannst du dich so ein bisschen hinterpimmeln. Oh Gott. Was macht der denn? Was macht der denn? Oh Gott. Das sah lustig aus. Okay, ja. Bin schon so auf cool vorgerannt. Ich bin halt einfach rein, weil ich dachte, ich habe keinen Bock, mich jetzt hier noch hinzustellen und zu warten und... Meins. Bist ziemlich angebufft, soll ich uns mal heilen, oder? Eine Heilung hast du ja. Bist ja auch kurz davor. Na, sogar wieder ein Slot Thanks. Mehr. Haben wir es geschafft, das Level? Nee, noch nicht. No. Das ist eins der längeren Level. Hab ich alles nachgeladen, was so nachzuladen geht, ja, sieht so aus. Wenn du das schon so sagst, ne? Krieg ich richtig Angst. So. Ich will das nicht. Wer baut denn unterirdisch so ein Haus? Dixie, Tempel, was auch immer. Das riecht schon nach Gegnern. Boah, bin ich erschrocken vor der Audio. Da liegt Muni. Stimmt, dahinter. Für mein Gewehr. Und guck mal. Oh, ernsthaft. Wie es das einfach versteckt ist. Okay. Dann lass uns erstmal, bevor wir irgendwas triggern, ein bisschen gucken, was wir so sammeln können. Also hier wäre ein Schalter zum Aktivieren. Hier ist eine Brücke. Hier ist eine Tür, durch die man durch kann. Oder rein kann. Okay. Und daraus kann man, glaube ich, auf das Haus raufblättern. Ich habe schon lange keinen Juwelenscheiß mehr gefunden. Stimmt. Okay, lass mal in die Tür rein. Von innen verriegelt. Okay, also muss man von oben rein. So, das heißt, wir haben hier den Hebel, aber der geht noch nicht, weil da muss erst Strom rauf wahrscheinlich. Hier ist ein Stromgenerator. Genau, warte kurz. Lass uns das hier nochmal looten vorher. Das Maschinengewehr-Muni. Für dich. Sonst. Das hier lade ich mal noch nach. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Strom rauf, ne? Ja. Ich glaube fast, wir müssen uns gleich trennen. Gibt's hier nicht. Willst du hoch oder soll ich hoch? Ich weiß nicht, wir kennen's von beiden. Schere, Stein, Papier? Oh Gott. Der Verlierer muss hoch. Oh Gott. Oh. Nico ist der Verlierer. Oh Mann. Okay. Hoffentlich ist es sicherer. Ja, ich sag's dir, unten wird die Party abgehen. Ah, gar keinen Bock jetzt, ne? Aber guck mal, wir haben zumindest einen Kontrollpunkt. Achso, überspringen. Was ist denn das für eine Technik? Jetzt kann auch ruhig mal runternatzen. Ne? Also bis jetzt sieht ja noch alles hier... oh Gott. Ja, cool. Wahrscheinlich kannst du mir da helfen, oder? Kannst du die da, Nico, die sind unten. Oder? Also ich weiß nicht, ich sehe die schon direkt vor mir. Okay. Was soll ich machen?
sehe die halt nicht. Also. Guck, dass bei dir nicht irgendein Scheiß ist. Löwenherz. Ne, also beobachte einfach das Schauspiel. Und sag mir, wenn du irgendwas kommen siehst. Okay, hier könnte ich runterspringen, falls es zu gefährlich wird. So, ich lade mal die Magnum wieder voll. Ah, fuck it. Bah. Ist das jetzt bei dir oder bei mir? Bei dir. Hinter mir war das nicht, ne? Nee, vor dir. Ach, da hinten. Erwische ich den von hier? Da kommt noch einer. Daneben hoch. Oh Gott. Okay. Oh Gott, da kommen ganz viele. Also ich hab dir auf jeden Fall ein bisschen angepuppt. Ja, das hat mir auch anscheinend geholfen. Also einer ist jetzt auch gestorben. Okay. Ja, ist tot. Okay. Super. Bist du weiter mein Frühwarnsystem, ne? Ja, ich gucke. Weiß nicht, den nehme ich dir mal mit. Dann kommen bestimmt auch noch welche hochgekraxelt. Ja, sag mal einfach Bescheid. Säuregranaten nehme ich dir auch mit. Guck mal, so lieb bin ich. Jetzt kommen wieder welche hoch, hinter dir. Also, ja, da, wo du willst. Ja, bist. Ja. Ich gehe, ich suche mir einen sicheren Winkel. Wie viele? Einer. Okay, einer ist. Ah, ne, zwei sind es jetzt. Okay, zwei. Bande gehen. Wow. Okay. Ich habe gedacht, so passt gerade. Freischussfeld. Ja, ich glaube, der ist hinüber, oder? Ja, sehr gut. Danke. Noch mehr Pistolenmuni. Kurz mal nachladen. Durch dieses Kombinieren ist Nachladegeschwindigkeit eigentlich das Dümmste, was man skillen kann, ey. So, das mache ich vielleicht noch nicht auf, weil. Oh Gott, die Mucke wird schon wieder so dramatisch. Okay. Guckst du bitte? Bei mir? Oder bei dir? Hinter dir. Oh, fuck. Vor dem Gitterding sie kommen drei Stück. Oh, scheiße. Oh, vier. Okay. Oh Gott, da kommen noch mehr. Wollen die mich wirklich tot sehen, oder? Ja. Okay. Die Rettung naht. Danke, danke, danke. Sind die tot? Ne, einer lebt. Oh, die leben alle noch. Okay. Ah. Oh, scheiß die Band an, ey. Also ich hab gefallen, was ich konnte. Ja, ich weiß. Oh. Ist nachladen. Ist ja noch der eine hier. Oh. Er lebt noch. Echt? Jetzt aber nicht jetzt mehr. Nicht mehr. Boah. Das war ja nicht so schön. So, jetzt aber, oder? Wie kann ich die Scheiße denn hier schieben, ey? Bis zur Unendlichkeit. Kannst du jetzt, jetzt irgendwie hochklettern hier? Oder? Ach so, dann müsste ich wahrscheinlich den. Sollen wir erstmal alles auf? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Nicht, dass es nachher irgendwo verschwindet. Im Nexus. Haben sie uns aber ganz schön hier. Ja, es war. Es war viel. Ja, aber da haben wir es ja doch. Für dich fair aufgeteilt, wer wohin geht. Oh Mann, echt. Ich bin gestorben. Verliere auch jedes Mal bei Schere, Stein, Papier. Du bist so
halt voraussehbar. Gar nicht. Ich bin jedes Mal eine Naturgewalt der Überraschung. Ups. Eine Wundertüte. Das ist zu kurz. Also was she said. So, lass mal auf hier. Okay, ich mach dir auf. Sie ist entriegelt. Bam. Sehr gut. So, dann lass uns erstmal genau den ganzen Scheiß hier aufmachen. Magnum? Guck mal. Ein Kelch. Das hab ich dir aus Versehen aufgehoben, oder? Ach Gott. Da. Ja, warte, ich hab mich gerade vollgehauen. Also, du kriegst eine Heilung, weil... komm jetzt her. Geben, dann kriegst du das von mir. Geben. Und dann kriegst du nochmal die, weil deine normalen auch bald alle sind. Achso, warte, den kriegst du auch nochmal. Oh Gott. So, soll ich sonst die Heilung nehmen, weil du sonst zu voll bist? Ne, ich lade nochmal nach und dann... Ach ja, die Magnum kannst du mir auch noch geben. Hab ich doch. Nee. Hä? Nee, ich hatte in dem Moment was aufgehoben, so. Deswegen hatte ich nicht genug Platz. Da. So, okay, perfekt. Achso, nee. Muss ich einen Schalter betätigen? Ja. Geh jetzt die Brücke runter, genau. Brücke kurz. Ah, siehst du das da oben? Ja, ein Bling Bling. Dreisäle-Logo. Achso, das Pylon. Ich kann sagen, da liegt da irgendwas. Jetzt müssen die auch nochmal von allen Seiten kommen. Ach, bitte nicht. Ich wollte gerade sagen, triff doch bitte. Das war aber beides mal knapp. Oh, ein Pass, brillant. Das ist ja brillant. Bum. Ah. Some answers. You haven't changed. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us? So slow to catch on. Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. Bam, Digga. Okay, lauf. Du musst 10 Minuten überleben. Man kann irgendwie, ich glaube, Türen aufmachen. Munition liegt hier noch rum. Oh, fuck. Wow. We'll never win like this. Time to change tactics. Was ist denn das für ein Abfuck? Oh, scheiße. Auf der Karte siehst du dann, wo da Unhold rumpimmelt. Da war, glaube ich, gerade irgendwas im Sammeln. Ich hab's verkackt. Stand doch gerade irgendwas, oder? War es nur ein an die Wand lehnen? Ich weiß nicht.
schnell den ganzen Scheiß hier grabben. Rotes Kraut. Wir haben keine Zeit für rotes Kraut! Halt echt nicht. We are facing the inevitable. Ist hier irgendein Ding was drin? Nee. Schön alles weglooten, ne? Hier brauche ich dich hier oben. Ich bin noch oben. Ich brauche dich bei mir. Bei mir. Drück ja. R2, wenn du nicht weißt, wo ich bin. Ja, wie soll ich denn hinkommen? No, ganz unten war ein... war eine Tür, die dich hier hinbringt. Oh, ja, super. Okay. Kann dich auch gleich abholen, wenn du willst. Muss ich noch an Wesker vorbei. Doch, kann ich. Das schützt mich nicht. Okay. Okay, ich komme. Schnell, beeil dich. Die Richtung ist perfekt. Oh, da war doch gerade auch wieder was zum Sammeln. Ach nee, doch gegen die Wand. Okay, lauf. Lauf. Und hier ist es drin. Hier ist gleich ein Raum. Genau. Bam, nice. Und jetzt wohin? Weiß nicht. Das war alles, was ich wollte. Oh, da lag doch auch gerade irgendwas. Hier ist Maschinengewehr-Muni, wo ich stehe. So, ich habe jetzt nochmal... Oh Gott, ich habe jetzt noch eine Magnum. Oh fuck, lauf! Sie hat mir nichts gemacht, komischerweise. Ja, aber macht sie. Wenn sie einen schlechten Tag hat, macht sie das. Sie hier lang? Nee. Da hinten ist nochmal ein Item, das will ich looten. You can hide forever. Shiver. Ah, scheiße, das rote Kraut. Okay. Hat es sonst noch irgendwas Interessantes gehabt? Ein bisschen Gewehr und Gedöns. Found you, sagt er. Hat alles gefunden, wo denn? Bist du runtergesprungen? Ja. Okay. Also du bist hier die Treppen hochgewatschelt, oder was hast du gemacht? Okay. Ist Muni? Pistolenmuni? Ja, kannst du haben. Ich hab schon echt krass genug. Pistolenmuni, ist hier sonst irgendwas? Oh Gott, da ist er. Oh. Okay, er kann einfach die Scheiße da hochrennen. Okay. Guck mal, keine Chance. Krasser Typ. Ach, ich habe ihn getroffen. Hast du? Ja. There's no point in hiding. Oh, Vorsicht, bei dir ist Jill. Oh. Okay. Oh, fuck. Ich will, dass sie auf einen Zug rankommt. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ja, schon flinkig, denke ich. Der schießt auf mich. Ich bin fast tot. Ich habe eben gesehen, hier war irgendwo grünes Kraut. Ja, unten. Oh fuck, Hilfe, wo bist du denn? Hier. Ah, du bist da oben lang gelaufen. Okay, lauf in den Gang. Scheiße, hier geht's gar nicht in den Gang. Runterspringen! Okay. Rechts quasi bei diesem großen Tor. Ja, hier, lass uns... Oh fuck, hier ist nochmal ein grünes Kraut, das muss ich mitnehmen. Oh fuck, scheiße, kein Platz. Er springt runter. Okay, hier rein. Oh, warum? Wo bist du denn lang gegangen? Ich wollte da rein. Ja, aber du bist völlig der falsche Winkel. Er ist halt von oben. Oh, Hilfe! Oben runtergesprungen. Okay. Ja, hier. Oh, okay. Scheiße. Lauf. Ziemlich tot. Oh Gott, ja, ich auch. So ein rotes Kraut eigentlich, so aus dem Kopf, weißt du das? Nee. Das konnte ich nicht aufhören. Nee. Also ein grünes habe ich ja gesehen.
Ich irgendwas, was du brauchst? Da. Hier, kriegst das. Zerschrotmoni. Nur halt irgendwie überleben. Und öffne kein Timer ab. Ach. Man kann von oben das Ding runter oder was? Nee. Okay. Starkserum. Aber wo ist sie? Darauf musst du auch achten. Okay, hier ist das rote Kraut. Das ist schon mal gut. Boah, einen Platz brauche ich eigentlich noch. Scheiße. Ah, hau ich das weg. Die ist bei uns. Okay, runter. Runter, 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 runter. Zum grünen Kraut. Und dann wieder zum Gang. Die ist auch unten. Scheiße. Zum Gang, zum Gang. Zum Gang. Oh. Gang, Gang, Gang. Es gibt unten nur einen Gang. Challenge after all this time, Chris. How disappointing. Yes. Go. Wesker, stop. Chris, I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. Okay, weg. Weg, 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 weg. Runter. Oh fuck, wieder hoch? Wir müssen ganz kurz. So. Okay. Perfekt. Jetzt müssen wir das Ding auf ihrer Brust halt irgendwie loswerden. Sniper. Das steht ja gerade so doof. Ist das so? Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Bisschen Angst vor ihr. Mit rechts. Sie denn? Nicht auf die Möpse schießen, nicht auf den Arsch. Auf die Möpse. Das ist halt so. Sie ist schon ein bisschen schnell. Oh, sie ist Vorsicht. Das ist so. Bam, Junge! Du hast sie getötet. Mit der Pistole. Du hast sie getötet. Ach so. Ja. Na, man sollte doch darauf schießen, oder nicht? Du hast sie getötet, du musst auf das Ding schießen. Ja, hab ich doch. Nein, du hast sie getötet. Yes! Ich habe exakt dreimal auf sie raufgeschossen. Willst du mich verarschen, oder was? Du hast ihren Nupsi das. Oh, ist das kompliziert. Ja. Aber jetzt kann ich erstmal den ganzen Scheiß hier loswerden. Ganze Schätze. Oh yeah, 39.000. Mhm. Dann musst du sie werfen, wenn sie so blitzt. So, ja, ja, da jetzt, genau. Hin und Viereck. Oh Gott. So zwischen meine Beine habe ich sie gedingst. Batz! It's me, Chris! Don't you recognize me? Alles, jetzt ging es gerade nicht. Ach Gott. Come on, snap out of it! Bummst du ziemlich. So, komm, ich brauch dich. Brauch dich. So,
bisschen machen. Ich am Anfang. Oh, scheiße, falsche Taste. Don't do this, Jill! I don't want to hurt you! Was? Nico? Ich muss gleich ausweichen mit Viereck oder so. Sehr gut. Mach dich bereit. Ich bin zu dir durchgedrungen. So, jetzt. Boah. Viereck. Oh Gott. Bitte. Oh Gott. Alter. Also, Autschi, Bautschi. Na los. Oh, was soll denn das? Arschung oder okay, was? Nächstes Mal hältst du sie fest. Stop this, Jill, answer me. Stop it. No one. So. Jetzt. Oh mein Gott, Nico! Gib's hier! Ah! Zieh an ihren Möpsen! Oh, oh Scheibenkleister! Verrückte olle Schnepfe! Das hätte jetzt auch gerade richtig schief gehen können mit der Magnum übrigens. Jetzt zieht ihr das Ding doch mal raus. Don't do this, Jill. I don't want to hurt you. Scheiße. Bam, Dicker. So. Sieht so falsch aus. Das sieht genau richtig aus. Ist nichts Falsches dran. Jill, what are you doing? Du bist ja rum wie so ein Verrückter. Genickbruch, ey. Ja. Jetzt aber. Oh, zieh ihn raus! Mir reicht's, ey. Don't do this, Jill! I don't wanna hurt you! I don't wanna hurt you! Das sah anders aus. Und dann fummelt sie an den Möpsen rum. Na. Jill, what are you doing? Stop this, Jill, answer me! Stop it! Ron. So. So, komm jetzt aber. Ach, wenn es jetzt nicht bald abgeht, riss ich aus, Alter. Fein dir die Daumen. Jetzt! Ah. Zieh ihn raus! Och. Mach's kaputt. So, jetzt können wir auf sie schießen. Oh mein, echt jetzt? Nein. Jill. Dramatic. Jill. Are you alright? Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. Oh, but God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can.
before it's too late. Don't you trust your partner? Und noch ein Gegner, und noch ein Gegner, und noch ein Gegner. Chris? I'm alright. Over there! Time to put an end to this. Let's go. Oh Gott. Naja, wenigstens genügend Gegner besiegt, aber ja, wir haben echt lang gebraucht. In der Tat. Puh. Also wenn euch das gefallen hat, like, teilen, kommentieren, abonnieren und bei der nächsten Folge wieder einschalten. Und dann ist es, glaube ich, Kapitel 6.1 oder so. Auf jeden Fall sind wir sehr nah am Ende. Ja. Dann macht's gut. Ciao. Tschüss. Ich kann nichts mehr sagen.